Wenn ich also schlechte Gedanken habe, muss ich sie wegdrängen. Wie funktioniert das? Ich kriege jetzt so einen Gedanke, wie wäre es mit Lästern, mit Allahu A'lam, Lügen, mit irgendwas, ja? Alaikum salam. Dass man daran sich erinnert, Allah sieht mich. Okay, sehr schön. Ja. Wie verdränge ich einen Gedanken? Sehr schön, man denkt an was anderes. Barakallahu fik. Genau. Sehr schön. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn du einen schlechten Gedanken verdrängen möchtest, das geht nicht automatisch. Geh weg, husch, husch, weg. So geht das nicht. Du musst dich mit einem anderen Gedanken beschäftigen. Das gilt auch im Gebet. Du denkst an Schlussverkauf irgend so in einem Laden, während du betest. Wie kriege ich diesen Gedanken jetzt weg? Denke an etwas anderes im Gebet. Allah ist gewaltig, Allah ist der Schöne und so weiter. Die Ayah, die du gerade liest. Ich verbeuge mich. Was heißt verbeugen? Die Sünden fallen gerade runter. Beschäftige dich. Und das muss man trainieren. Manchmal kann ich 10% mich beschäftigen im Gebet und danach habe ich wieder verloren, ich schweife ab. Oder ich kann mich 20% des Gebets beschäftigen und danach schweife ich wieder ab und so weiter und so fort. Das ist ein Kampf, aber du musst beginnen. Du musst beginnen und irgendwann wirst du, inshallah ta'ala, immer mehr und mehr Prozent deines Gebets oder auch deines Lebens die Oberhand gewinnen, sodass du festlegst, worüber denke ich, woran überlege ich. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Eine wichtige Weisheit, wenn du deine Seele nicht beschäftigst, beschäftigt sie dich. Es gibt kein Vakuum, so ein gedankenfreier Raum. Das gibt es nicht. Entweder die Seele sagt dir Tagesordnungspunkte, ja, denk an das, bis fertig, denk an das, bis fertig, denk an das. Oder du bist es, der sagt so, stopp, jetzt sag ich mal, über was wir denken. Das Paradies. Siehst du dieses Paradies, was die Tore des Paradieses, was gibt es im Paradies? Die Seele sagt, ist ja gut jetzt. Und jetzt, wie war das nochmal? Nein, wir sind noch nicht fertig. Guck mal, im Paradies gibt es Flüsse und gibt es Bäche und so weiter und so fort. Das heißt, das ist dieser Kampf. Dadurch kommst du zu dieser Empfindung, beobachtet, also dieses Gefühl, beobachtet zu werden von Allah subhanahu wa ta'ala.